So, servus Leute. Heute wird es wahrscheinlich meine letzte Tour in diesem Jahr. Ich befinde mich hier in Schnitz. Das ist das Dorf hinter mir. Und befindet sich etwa auf 1242 Meter, wenn ich mich nicht jetzt täusche. Und heute geht's auf den, was heißt heute? Ich möchte in den nächsten beiden Tagen möchte ich auf den Hoga steigen. Also so nennt man den Berg hier im Volksmund. Nämlich auf den Habicht. Und Habicht ist einer von den Seven Summits Stubai. Ich habe zwei schon mittlerweile bestiegen, das wird dann mein dritter. Und dann bei drei bestiegenen Stubaier Berge, also Seven Summits natürlich, bekommt man ein T-Shirt. Und das T-Shirt hole ich mir. Ich möchte nämlich über den Überlebensberg hochsteigen bis zum Pinisjoch. Das liegt dann ungefähr auf 2377 Meter. Und dann ist es nicht mehr weit bis zur Innsbrucker Hütte. Die liegt auch auf so 2369, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist dann mein Tagesziel. Ich habe nämlich versucht, eigentlich wollte ich auf der Hütte schlafen. Aber ich habe dann auf der Internetseite gesehen, dass alle Tage ausgebucht sind. 4.10., 5.10., 6.10., 7.10. Ja, keine Schlafplätze. Und was mache ich jetzt? Ja, ich werde einfach am Berg zelten. Ich habe meinen Schlafsack, meine Isomatte mitgenommen und schaue, dass ich am ersten Tag bis zur Innsbrucker Hütte komme. Und ja, und dann suche ich mir da irgendwo ein Plätzchen, wo ich dann mein Zelt aufschlagen kann. Und dann am zweiten Tag kann ich dann gemütlich dann auf den Habicht steigen. Jetzt muss ich erstmal den Einstieg finden. Weg 123. Das oben muss dann irgendwo die Kalkwand schon sein. Ich weiß nicht, ob man die Hütte sieht. Ach, die Hütte kann man, glaube ich, schon fast... Ja, man sieht sie von hier. Man sieht sie. Sie ist nämlich hier sichtbar. Na gut, jetzt schauen wir mal, wo der Einstieg ist. Jetzt weiß ich auch, warum jeder Tag ausgebucht war. Das liegt einfach nur daran, dass die Hütte zu ist. Innsbrucker Hütte. Ja, geht seit 3 Stunden. Ja, dann ist eigentlich völlig egal, weil ich hätte dann so oder so irgendwie zelten müssen. Das bedeutet einfach, dass ich jetzt, naja, mit 2 Liter Wasser auskommen muss, die 2 Tage. Ich habe für die 2 Tage habe ich jetzt 3 Schokoriegel dabei. Und so, naja, so eine so Art, wie nennt man die, Jäger, ja, keine Ahnung, so Fleischzeug halt, ne? Okay, das ist jetzt der Einstieg in den Jubiläumsgrat. Ach, Jubiläumsgrat, was rede ich denn? Jubiläumssteig hat jetzt nichts mit dem Jubiläumsgrat bei der Zugspitze zu tun, sondern so nennt sich einfach nur der Steig hier. Das bedeutet jetzt für mich, naja, ich werde jetzt vermutlich 2 Tage jetzt völlig allein sein. Da werden mir jetzt nicht viele entgegenkommen. Erstens liegt es an der Uhrzeit. Man kann diese Tour jetzt schwer an einem Tag meistern, da das halt 2000 Höhenmeter sind, außer jemand ist konditionell so stark, dass er halt die 2000 Höhenmeter, ich weiß nicht, sagen wir in 5-6 Stunden schafft, vielleicht sogar in 5, dann muss er wieder absteigen. Also mit allem drum und dran braucht man halt dann doch 10 Stunden. Und da der Tag um 7 ist zwar hell und um 7:15 ist halt dann dunkel. Da hast du halt 12 Stunden Zeit, aber das ist halt dann unter Stress. Und deswegen teile ich es jetzt einfach auf 2 Tage auf. Gleich habe ich es geschafft, hinter mir ist die Innsbrucker Hütte. Und da werde ich mein Nachtlager aufschlagen. Jetzt ist, ja genau, 3 Stunden, 2 Minuten bin ich jetzt unterwegs. Bin jetzt auf 2348 Meter. Die Hütte selber ist auf 2377 Meter. Und die letzten paar Meter gehen wir gemeinsam. Hier ist nochmal so eine drahtseilversicherte Stelle. Links ist halt nochmal abschüssig. Aber ja.
Mein linker Arm ist ein bisschen zu schwach. Ist das besser? Okay. Ich zeige euch mal, wie es hier ausschaut eigentlich, damit man es auch mal sieht. Ja, was gibt es zur Tour selber zu sagen? Der Habicht wird als ein leichter 3000er beschrieben, also es ist eine leichte Hochtour. In manchen anderen Foren wird das mittelschwer beschrieben. Ich meine, es hängt natürlich individuell von der Leistungsfähigkeit ab. Ansonsten denke ich mal, ist irgendwo zwischen leicht und mittelschwer einzuordnen. Aber man sieht, es liegt schon Schnee. Ja, von der Hütte aus sind es am Morgen ungefähr 800 Höhenmeter. Ich möchte möglichst früh starten, damit ich so gegen 16 Uhr wieder unten im Dorf bin. Weil die Heimfahrt, ich bin ja mit dem Motorrad unterwegs und da macht es halt nicht so viel Spaß, wenn es dann kalt wird. Und wenn ich um 16 Uhr losfahre, dann bin ich um 20 Uhr zu Hause und das ist dann okay. Für den Aufstieg werden ungefähr 6 Stunden vorgegeben, was aber sehr ambitioniert ist. Und mit 4,5 Stunden der Abstieg, also insgesamt dann 10,5 Stunden. Ich weiß nicht, also ob das jeder schafft, aber auf 2 Tage ist es echt gut möglich. Ich meine, das Schöne ist, am ersten Tag macht man halt doch ein bisschen mehr als 50%. So, das ist der Habicht. Also mir ist noch nicht ganz klar, wo der Weg hinführt. Aber von der Ostseite ist es der leichteste Aufstieg. So, also von der Ostseite ist es der leichteste Aufstieg. Also morgen dann die 800 Höhenmeter. Also wenn wir nochmal uns den Berg hinter uns anschauen. Das ist nicht direkt der Habicht, das ist die Kalkwand, was ich jetzt gerade nachgeschaut habe. In der Mitte, also sozusagen wo die Scharte sich befindet, da dahinter liegt dann der Habicht. Also man sieht den Gipfel gar nicht direkt von hier, sondern man muss erstmal bis zu einer bestimmten Höhe steigen. Naja, gut, werde ich morgen sehen, wie es wird. Ich zeige euch noch kurz mein Nachtlager. Ja, gut, wie schaut's aus? Schlafsack, was man braucht, Schlafsack, Isomatte und bei der ersten Zelterei, was ich nicht dabei hatte, war so ein Kopfkissen. Das ist wirklich nützlich. Ansonsten, ja, freue ich mich schon mal auf die erste Nacht auf 2400 Meter. Bin schon ganz schön nervös, habe ich noch nie gemacht. Bin auch gespannt, wie kalt es wird. Ich meine, heute in der Früh war es bei uns 6 Grad und es war nicht in den Bergen. Ich rechne mal mit so um die 0 Grad, vielleicht sogar Minustemperaturen. Ja, mein Gott, ich teste halt einfach mal, wie das so ist. Aber ist schon was Besonderes, wenn man ganz alleine auf so einer Hütte übernachten darf. Vorhin waren jetzt doch 2 Wanderer, ich habe keine Ahnung, wo die hingehen. Also die saßen da oben auf dieser Bank und jetzt sind sie schon wieder weg. Nur für den Abstieg sind es ja 1000 Höhenmeter und es ist jetzt 20 nach 6 und um 7 ist dunkel. Also einen Abstieg schaffen die nicht. Ich frage mich bloß, wo die dann hin sind. Haben den Schlüssel für die Hütte. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also in einer Stunde kommst du hier nicht runter. Also 1000 Höhenmeter in einer Stunde. Boah, da musst du laufen. Servus. Dann haben sie noch kurze Hose an. Er leckt mich am Arsch. Ich meine, das geht noch, aber der Wind. Ich will jetzt nicht so rumschreien, aber ja, ich finde das krass.
Scheiße, die sind jetzt bei meinem Zelt hinten. Naja, gut, werden schon nichts klauen. Glaube ich jetzt nicht, dass die was verstehen. Wow, schaut euch das an. Blick ins Tal. Innsbruck. Gewaltig. Einfach nur gewaltig. Na gut. Schauen wir nach dem Rechten oder so. Naja gut, jetzt in einer halben Stunde auf dem Gehweg hinlegen. Und dann wird gepennt. Ja. Naja, um 7 morgen raus. Es wird so zapfig. Es wird so zapfig. Na gut, aber trotzdem freue ich mich schon irgendwie. Da freue ich mich schon. So, also die Nacht war ein Horror, nicht wegen dem Wetter, das Wetter war toll, es war nicht kalt, aber ich hatte die heftigsten Kopfschmerzen und einen Schweißausbruch und jetzt geht es mir wieder ganz gut, weil ich voll mit Schmerzmittel bin, aber ich werde auf jeden Fall jetzt abbrechen, obwohl, wenn man jetzt hinten das sieht, dann hätte man richtig Lust hochzusteigen, aber ja, ich möchte es einfach nicht riskieren, dass ich da irgendwie irgendwas hab dann. Und ich bin ja allein unterwegs, also wenn ich da oben liegen bleibe, ist einfach nicht cool. Und wenn man ja so krasse Kopfschmerzen hatte, ja, nee, ist einfach Kacke. Ja, das mit dem T-Shirt wird jetzt wohl erstmal nix. Das muss ich mir wahrscheinlich erst nächstes Jahr holen. Deswegen, ja, schade eigentlich. Ich bin schon enttäuscht, aber was soll ich machen? Wenn irgendwie der Kopf nicht mitspielt, also nicht mental, sondern wenn man halt heftige Kopfschmerzen hat, dann ist das halt nix, weiter zu steigen. Und deswegen, ja, ist hier Schluss und ja, ich versuch's nächstes Mal wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.